Ja, und damit herzlich willkommen zu einem Video der etwas anderen Art, anlässlich meines 5-jährigen Minecraft-Jubiläums, das ich genau heute, also eigentlich genau morgen, aber am Tag des Video-Uploads wird es genau heute sein, feiere, dachte ich mir, ich zeige euch mal ein paar meiner alten Welten, und zwar genau die, die ich noch behalten habe. Einige sind leider in den 5 Jahren verloren gegangen, sag ich mal, was ich sehr schade finde, aber ein paar habe ich noch behalten und wir fangen hier mal ganz chronologisch an in meiner ersten Welt. Das hier ist sie, meine allererste Welt, und wir stehen gerade auf dem Dach meines allerersten Hauses. Man sieht das hier. Ich habe für die Welt auch extra wieder eine alte Version reingepackt. Das heißt, wir spielen in der Version in der Beta 1.7.3, was einfach daran liegt, dass ansonsten zum Beispiel hier das Wasser gefriert und dass die Welt ziemlich inkompatibel ist. Ja, ich dachte, ich zeige euch einfach mal meine Welten und was ich da so gebaut habe. Quasi so eine Art kleines Let's Show. Das hier ist das Dach meines Hauses. Quasi mein, ja, einfach mein bewachsenes Hausdach, wie das so ist. Das hier war meine oberste innere Etage, meine Baumwolletage. So habe ich sie immer genannt. Da ist jetzt nicht wirklich viel drin, aber damals war ich voll stolz, dass ich so viel Wolle hatte. Und dass ich so eine richtige Luxusetage habe. Mit quasi Panoramafenster rundherum und einem schön weichen Teppichboden. So, hier drunter, okay, ich hatte in Erinnerung, dass es hier ein bisschen voller war. Ich dachte, mein Bett würde hier stehen. Scheinbar ist das nicht so. Gut, es ist, glaube ich, 3 oder noch mehr Jahre her, dass ich das letzte Mal hier wirklich gespielt habe auf dieser Welt. Wie gesagt, die ist jetzt genau 5 Jahre alt. Also am ersten Tag meines Minecraft-Erlebnisses habe ich diese Welt hier halt gestartet. Okay, und hier steht mein Bett. Hier ist auch mein Crafting-Table, mein Ofen, wo sogar noch Kohle drin ist, und mein Plattenspieler. Den hatte ich nämlich auch schon. Mit ein bisschen Musik drin. Und ich glaube, es wird draußen schon dunkel. Aber bevor wir schlafen gehen, schauen wir uns nochmal hier unten um. Das war nämlich mein Lager, mein altes. Das ist für heutige Verhältnisse relativ bescheiden. Schon sehr schön sortiert. Oh, da hatte ich aber schon richtig viel Stuff damals. Wusste ich gar nicht, dass ich da schon so viel gesammelt habe. Wow. Respekt an mich. Also für mich ist das gerade auch so ein bisschen Retro-Feeling hier. Huch. Und jetzt ist Minecraft gecrashed. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Da sind wir wieder. Ich schaue jetzt mal nicht in diese Kiste hier rein, denn scheinbar, es kann sein, dass da noch alte Items von More Creatures oder so drin sind und dass Minecraft deswegen abstürzt. Na gut, ich schaue einfach mal nicht weiter in die Kisten. Man möge bemerken, es ist die alte Minecraft-Version, das heißt, man kann auch nicht rennen oder so. Deswegen werde ich hier ein bisschen langsamer unterwegs sein. Ich denke, was ich mal machen werde, ist schlafen, denn ich habe wenig Lust auf Monster oder Creeper, die mir draußen alles kaputt sprengen. Da hatte ich damals auch viel Spaß mit. Oh Gott. Ich weiß noch, ich glaube, mein Spawnpunkt war irgendwo da hinten. Ach, vielleicht, wenn wir da sogar noch hinkommen. Okay, das erzähle ich vielleicht nachher. Vorher noch ganz kurz, also hier unten mein Lager, das hatte ich halt mit so einem schönen Sonnensegel oder Sonnendach hier versehen. Halt mit irgendwas zum Durchschauen. Früher hatte ich hier noch so einen kleinen Fluss, oder Bach trifft es vielleicht eher, der sich hier aus den Wasserfällen von meinem Dach ergeben hat und der dann hier so rumgeflossen ist. Den hatte ich dann mit Glas überbaut. Also der Fluss war quasi 2 Blöcke unter mir und dann darüber war eine Glasschicht, damit ich da noch schön drüber laufen konnte. Was war hier? Ach, das war mein Pferdestall. Genau, ich habe damals immer mit More Creatures gespielt, wie schon angedeutet. Und das hier war mein Pferdestall. Ach, das waren Zeiten. Schön. Hier mein damals noch sehr zurückhaltender Zuckerrohranbau. Ja, damals war man noch bescheiden. So, und jetzt muss ich selber mal wieder ein bisschen gucken. Ich weiß nicht mehr alles. Ich weiß aber noch, dass es hier runterging. Ah, und das da war meine Monsterfalle so ein bisschen, meine oberirdische Monsterfalle. Gut, für heutige Verhältnisse sehr lächerlich. Damals habe ich relativ lange daran gesessen und bin wahrscheinlich auch ein paar Mal zu Tode gestürzt. Wie das so war damals, als unerfahrener Recke. So, da laufen ein paar Schafe rum. Wir gehen jetzt mal hier rein. Da, Eingang 2, da geht es nämlich runter zur eigentlichen Monsterfalle, so viel weiß ich noch. Oh Gott, da kommen mir gerade ein paar Erinnerungen. Und man hört schon hier unten, da ist tatsächlich ein Creeper und ein Skelett sind da drin. Da habe ich auch immer meine Schallplatten gefarmt. Ich glaube, ging das noch irgendwann, dass man durch die Türe Creeper hauen konnte?
Oh Gott. Okay, ich probiere es lieber nicht. Ich glaube, irgendwann ging das mal, aber das war vielleicht noch früher. Gut, wo geht's jetzt hier hin? Ach Mann, ich wünschte, ich könnte rennen. Na gut, die Karte hier ist auch nicht sehr gut zu sehen. Wie gesagt, die Welt ist alt und ich weiß selber vieles nicht mehr. Wo geht's jetzt hier hin? Ah, okay, da ging es einfach nur in die Höhlen rein. Okay. Man hört es schon. Also wie gesagt, seit 3 Jahren habe ich nicht mehr gespielt und Gott, was das ein Retro-Feeling für mich ist gerade. Ich habe an dieser Welt, wie gesagt, das war meine erste, ich glaube, ich habe fast ein Jahr drauf gespielt. Wirklich regelmäßig. Und das war noch die Zeiten, wo ich keinen guten PC hatte und damals war ich froh, wenn ich dann auf Tiny Render Distance wirklich gut spielen konnte. So, und wir sehen schon, hier gibt es ein paar Schienen. Denn ein Schienensystem hatte ich damals auch schon. Mit ein paar Minecarts sogar. Bevor wir uns dahin begeben, will ich noch mal sehen. Ah, ich erinnere mich. Das hier haben wir auch noch gar nicht gesehen. So, mit schönem Fenster. Und wenn wir jetzt hier rauskommen, kommen wir wieder zu meinem Haupthaus. Ach so, das ist vielleicht eben gar nicht aufgefallen. Das Dach ist so ein bisschen überhängend, weil es sonst einfach zu klein gewesen wäre. Anfangs hatte ich auch versucht, da oben eine Baumreihe drumherum zu pflanzen, quasi außenrum, aber das habe ich dann scheinbar irgendwann wieder abgerissen. Ich weiß gar nicht mehr warum. So, jetzt wollte ich eben noch sagen, mein Spawnpunkt war, glaube ich, irgendwo da hinten. Da müsste eine Wüste sein. Es wundert mich eigentlich, dass ich die nicht sehe. Okay, ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall, ich bin da gespawnt in dieser Wüste und bin dann frohen Mutes einfach weitergelaufen, weil ich nicht in der Wüste bauen wollte, beziehungsweise am Anfang halt einfach die Welt erkunden wollte. Und dann ist es irgendwann Nacht geworden und ich bin hier hingekommen halt, zu meinem Haushügel, sage ich mal. Und naja, auf einem Hügel kann man sich bekanntlich relativ gut verteidigen. Deswegen habe ich da oben mein kleines Dreckhaus hingebaut. Das hier ist jetzt übrigens der Rest der Monsterfalle. Ich kann da gerade gar nicht viel sehen, weil genau jetzt wieder die Sonne rauskommt bei mir. Auf jeden Fall, das ist halt der Part der Monsterfalle, der mit dem Teil im Keller verbunden ist. Gerade der Creeper und das Skelett drin waren. So, und jetzt fahren wir hier endlich mal ein bisschen weiter. Oh Gott, diese Schritte, das macht mich schon wieder total paranoid. Da kommen wieder diese paranoiden Creeper-Gefühle. Ach, damals musste man noch anschubsen. Stimmt, damals gab es nämlich noch gar keine Booster-Cards. Jetzt geht's hier runter. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie weit es hier runter geht. Und wohin, ehrlich gesagt. Oh Gott. Oh Gott. Oh nee. Okay, gut. Mal ganz kleinen Moment bitte. Ich möchte mal. Wo ist denn die Brightness hier? Und die konnte man damals auch gar nicht einstellen. Verdammt. Jetzt wollte ich es mir hier ein bisschen heller machen. So, das hier ist jetzt mein Keller, beziehungsweise meine Minen. Der Hauptteil meiner Minen. Genau, ich weiß gar nicht, wo der andere Gang dann im Keller eben hingeführt hat. Die Minen sind tatsächlich mit das am weitesten ausgebaute hier, weil ich da echt viel Zeit drin verbracht habe. Ich habe hier so viel rumgebaut und optimiert und hier mein Lava-Pool, falls ich mal irgendwo für Lava brauchte und ach, ich weiß gar nicht, was hier alles war. Ich weiß nur noch, dass ich locker über die Hälfte der Zeit hier unten war. Wahrscheinlich 3/4 der Zeit. Und alles mit Schildern immer ausgeschildert habe. Damals mit dem Tipp von Honeyball LP, sorry. Damals die erste Let's Playerin, die ich geschaut habe. Ja, und das hier ist tatsächlich alles händig gebaut. Oh, meine Monsterfalle. Ah, das hatte ich ja schon ganz vergessen. Stimmt, die führt hier runter. Die führt ja gar nicht nach oben. Das war die Sache. Und ihr habt schon gesehen, die war jetzt ziemlich effizient. Erstaunlicherweise. Ah ja, da wird's auch nochmal, oh Gott, ausführlich demonstriert. Ach, ich sollte essen. Oh Gott, Essen geht hier noch ganz anders. Muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen. Okay, wir sollten da nicht zu nah hin. Ihr seht schon, die Monsterfalle ist auf jeden Fall effizient. So, und das hier war quasi der Hauptraum meiner Höhle, wo ich ganz viel ausgebaut habe. Hier unten war nochmal eine extra Monsterfalle für Slimes, wenn ich mich richtig erinnere. Wobei das nie wirklich gut geklappt hat. Damals musste man ja noch darauf achten, dass irgendwelche besonderen Slime-Chunks dann aktiv sind. Also Slimes sind ja damals nur in ganz bestimmten Chunks gespawnt. Naja, so war das damals.
Und wie gesagt, das Lavadach hier ist alles manuell gefarmt und auch manuell gebaut. Damals gab es noch keinen Creative-Modus. Sonst würde ich jetzt natürlich auch cheaten und mich hier ein bisschen fliegen lassen, aber das geht alles gar nicht. So, aber das soll genug gewesen sein für die Minen hier. Hier konnte man auch hochgehen. Ach nee, das war nur bis zur Minecraft-Strecke Haus 2. Haus 2? Aha, ich überrasche mich hier immer wieder selber. Ich weiß gar nicht mehr, wo es dahin ging. Aber das wollen wir jetzt mal rausfinden. Ah, und hier gab es dann später schon die Booster-Schienen. Die habe ich dann scheinbar irgendwann mal eingebaut. Cool. Dann lasse ich mich mal überraschen, wo es jetzt hingeht. Also außer es geht jetzt zum Dorf. Ein Dorf habe ich nämlich auch noch gebaut. Das war noch vor der Zeit, als Dörfer regulär in Welten gespawnt sind. Das heißt, damals gab es noch keine Dorfbewohner, keine Dörfer halt. Und wenn man ein Dorf wollte, musste man sich halt selber bauen. Und das habe ich auch gemacht und das kriegt er gleich auch noch zu sehen. Und ja, ich kann mich noch erinnern, wie lange ich an dieser Strecke hier gesessen habe. Aber ich weiß nicht mehr, wo sie hinführt. Um Gottes Willen. Viel zu lang her. Wir sind noch auf der Karte, okay. Wo fahren wir denn gerade hin? Ich versuche mir gerade das so ein bisschen zu erschließen. Oh, ich weiß noch, wie ich hier in dieser Welt unterwegs war, auf Erkundungstour. Und dann hatte ich das erste Mal den oder einen oberirdischen Lavasee gefunden. Oh, wie ich mich gefreut habe. Das war damals ganz besonders. Lavasee, oberirdisch, boah. Unterirdisch fand ich schon immer ganz toll und wenn da noch einer oberirdisch war, super. Ach, wie viel Spaß ich in Minecraft hatte. Wie viel Spaß ich da hatte. Und ihr seht, die Höhlen, damals wie heute, unermesslich groß und ich habe so viel Zeit mit dem Erkunden da reingesteckt. Na gut. Okay, ich würde sagen, ich schneide hier mal ein bisschen raus und wir sehen uns, wenn ich wieder da bin. Fun Fact, ich bin jetzt am Ende der Strecke angekommen und es sieht jetzt irgendwie nicht so aus wie erhofft. Also ich weiß gar nicht mehr, wo die Strecke hier hinführen sollte. Jedenfalls, ich bin nicht da angekommen. Okay, ich fahre jetzt wieder zurück und wir sehen uns dann wieder. So, okay, ich bin jetzt wieder an meinem Ausgangspunkt angekommen. Und jetzt will ich mal ganz kurz gucken, die Treppen hier. Genau, ich hatte nämlich noch Nottreppen neben den Schienen, falls ich mal kein Minecart hatte, dass ich hier auch bequem hochlaufen konnte. Und hier, ah, genau, hier war mein Netherportal. Da gehe ich jetzt einfach mal durch. Ich habe keine Ahnung mehr, wie meine andere Seite aussah, ehrlich gesagt. Ob sie überhaupt da ist. Es dauert ziemlich lange, bis das hier geladen hat. Also, doch, da habe ich offenbar irgendwas gemacht. Oh Gott, ein Ghast. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hasse es jetzt schon. Habe ich hier irgendwas gebaut? Ich weiß es nicht. Sieht jetzt gerade nicht so spannend aus. Ich gehe einfach mal wieder zurück in der Hoffnung, dass der Ghast jetzt nicht mein Portal ausschießt. Habe nämlich, glaube ich, kein Feuerzeug dabei. Glück gehabt. Aha. Es ist jetzt nicht unbedingt das, was ich wollte. Ich stelle mal ganz kurz auf Peaceful. Ich habe keine Lust, jetzt von irgendwelchen Monstern auseinandergenommen zu werden. Hä, wo bin ich denn? Was ist das? Sand. Toll. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Das läuft ja gut hier. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Gut, da ich leider keine Ahnung habe, wo dieses Portal mich hingebracht hat und ich auch in der Hölle jetzt nirgendwo meinen Weg finde, sehe ich nur eine Lösung. Da das hier sowieso ein Safe Game ist. So, dann spawnen wir einfach mal wieder am Spawnpunkt. Ah ja, das ist natürlich unser Bett, weil wir vorhin drin geschlafen haben. So, war jetzt nicht elegant, aber eine andere Möglichkeit habe ich gerade nicht gesehen. Und dann würde ich sagen, zeige ich euch noch ganz kurz den Rest der Welt. Ihr habt das bestimmt schon lange erwartet und lange gesehen. Das Schloss natürlich. Ich glaube, diese Welt, das hier ist übrigens ein dichter Forst, den ich damals gebaut habe. Ein bisschen in Anlehnung an das Let's Show von Gronkh, das ich damals sehr aufmerksam verfolgt habe. Und da hat er ja auch ein. Naja, einen etwas größeren Wald gebaut. So, mein Burggraben hier hat mich auch ziemlich lange Zeit gekostet, bis ich den mal
fertig hatte und jetzt gefriert er einfach. Uncool. Ich weiß noch, dass hier unter der Brücke einfach nur mein Versteck war. Okay, ich war mir gerade nicht mehr sicher, ob hier irgendeine Art Monsterfalle war oder so. Aber scheinbar nicht. So, und hier drin mein Schloss, das ist leider nur sehr karg eingerichtet. Damals war meine architektonische Leistung eher so, naja. Also ein paar Bücherregale hatte ich schon, aber das war halt alles noch Work in Progress. Wie das eigentlich immer so ist mit einer Minecraft-Welt. Man nimmt sich viel vor und naja, irgendwann will man dann doch wieder was anderes machen und macht sich eine neue Welt. Wer kennt es denn nicht? So, und die Welt oder die Burg hier ist tatsächlich regulär gebaut. Das heißt, ohne Creative-Modus, ohne mir irgendwelche Materialien zu cheaten. Kaum verwunderlich, Cobblestone hat man eh immer so viel. Und damals gab es eh noch nicht so viele Baumaterialien. Bricks gab es noch nicht. Cleanstone gab es zwar, aber das war halt sehr teuer oder wäre sehr teuer gewesen, den zu bauen. Und ja, von hier oben habe ich immer sehr gerne Monster gejagt mit dem Bogen. Ja, den habe ich jetzt leider nicht mehr, sonst hätte ich das gerne demonstriert, aber mit dem Bogen konnte man damals ja noch etwas schneller schießen. Da musste man ja noch nicht den Bogen spannen, sondern konnte einfach bam, bam, bam und dann ging das ohne Probleme. Verzeihung. Ich weiß gar nicht, warum das Wasser hier überhaupt noch gefriert. Sollte es eigentlich überhaupt nicht? Wir sind doch extra in der Beta. Eigentlich gefriert das nur in der Vollversion, also ab der 1.0, glaube ich, weil da die Biome geändert wurden. So, hier auf jeden Fall meine unterirdische Kuppel. Ich glaube, da kommt man unten gar nicht rein. Die ist tatsächlich nur von oben zu bestaunen und das war einfach so ein Spaßding, was ich gemacht habe, weil ich irgendwann mal Lust drauf hatte und ja. Hier wächst ein Weizen. Damals war es ja noch so, dass Weizen mit Gras zugewachsen ist, glaube ich. Denn ich meine, mich erinnern zu können, dass hier mal ein ganzes Feld war, das ich dann irgendwann mal mit Kies umranden wollte, es aber scheinbar nicht so wirklich geschafft habe. Sehr gut. Oder war das das Feld hier? Kann auch sein, dass es das Feld war. Ich weiß es nicht. So, und das hier ist auf jeden Fall das Dorf, was ich schon angesprochen habe. Wie gesagt, musste man sich damals alles selber bauen. Auch Dorfbewohner gab es noch nicht, die musste man sich vorstellen. Ah ja, und ein paar Schilder hier. Siegfried der Schmied hat hier einen. Oh, da ist Minecraft wieder abgeschmiert. Okay, bis gleich. So, Siegfried der Schmied hat hier ein wunderbares Zimmer, wollte ich sagen. Ich darf echt nicht mehr in die Kisten gucken. Das ist zu riskant mit den Mods. So, genau hier unten. Da hatte ich immer so geplant oder hatte ich mir immer vorgestellt, dass das quasi die Monsterhöhle ist, vor der die Bewohner Angst haben. Das Fenster hätte man tatsächlich auch von unten von den Höhlen aus sehen können. Aber das wäre ein zu weites Stück, um dahin zu laufen gewesen. Deswegen habe ich es vorhin nicht gezeigt. Auf jeden Fall sollte das immer so der kindly Reminder sein für die Dorfbewohner, dass es ja böse Monster gibt und dass sie besser artig und gottesfürchtig sein sollen. So, die Brauerei. Da habe ich meinen seltenen Cobblestone mit Moos verbraten, den es nach wie vor, glaube ich, nur in Dungeons gibt. Oder in irgendwelchen Dschungelruinen vielleicht auch, ich weiß es nicht. So, Maike Maler und die Familie. Gut, ich werde jetzt nicht mehr in jedes Haus hier reinschauen. Ich glaube, das war es auch größtenteils mit dieser Welt, mit meiner ersten. Es gibt jetzt noch ein paar Sachen, ein paar Kleinigkeiten, die ich erwähnen könnte, aber ich glaube, das ist eher unwichtig. Ach ja, damals sah das auch ein bisschen anders aus. Wie gesagt, ich hatte Mods drin. Ich glaube, ich hatte. Ach, das habe ich noch gar nicht gezeigt. Ich hatte, glaube ich, Better Grass drin. Damit hatte man hier hohes Gras wachsen. Das gab es ja damals auch noch nicht so in der regulären Fassung. Und Ranken konnten dann von den Bäumen wachsen. Ach, das war schön. Nur als man die Mod dann wieder deinstalliert hat, hatte man irgendwie Zuckerrohr von den Bäumen wachsen. Das war dann nicht mehr so geil, aber egal. Schön war es trotzdem irgendwie. Und More Creatures ist nach wie vor noch eine sehr coole Mod. Würde ich weiterhin empfehlen. Hatte ich jetzt aber keine Lust, mir die reinzuhauen. Beziehungsweise ich habe sogar noch versucht, vorhin mir ein HD-Texture-Pack für die Beta hier extra runterzuladen. Aber das ist leider gar nicht so einfach, das zu installieren, weil damals waren Texture-Packs ja noch ein bisschen schwieriger zu installieren. Da musste man das noch in die Minecraft-Jar packen und so weiter. Und das geht leider nicht so einfach mit dem neuen Launcher, wo man ja zum Glück direkt die alten Versionen auswählen kann zum Spielen, aber das Modden ist dann sehr viel schwieriger leider. Zumindest ist mir keine Lösung eingefallen. So, okay, jetzt wirklich das Letzte aus der Welt. Hier ist noch dieses kleine Bauernhaus, das ich hier
relativ verlassen gebaut habe. Naja, okay, jetzt habt ihr das gesehen und dann würde ich sagen, wechseln wir in Welt 2. Ja, toll, super. Das gefällt mir sehr gut. Okay, da sieht man schon, das sollte mein kleiner Hexenturm sein. Aus heutiger Sicht etwas lächerlich. Und ihr wisst noch gar nicht, wo wir hier sind. Nämlich auf einem Feld. Nein, wir sind hier sehr erstaunlicherweise auf einer fast fliegenden Insel. Das sieht man von unten gleich nochmal deutlich besser. Und deswegen mag ich diesen Platz und diese Welt auch so sehr. Oh Gott, meine Mühle sah damals noch sehr, ja, sehr schäbig aus. Da werden wir später noch ein paar coolere sehen. Genau, das hier ist meine Wohnung auf der fliegenden Insel, mehr oder weniger fliegend, aber das werdet ihr gleich noch sehen. Ich mochte diesen Platz so sehr, weil er so episch aussieht. Von oben hat man so eine super tolle Aussicht und von unten sieht es noch viel geiler aus. Wir legen uns mal ganz kurz schlafen. Hierfür wollte ich übrigens auch wieder das Texture Pack installieren. Ich wollte übrigens das Minecraft TP von Honeyball installieren. Immer Honeyball, aber die war halt damals so mit eins meiner Idole. Okay, wir können nicht schlafen, weil Monster in der Nähe sind? Fragezeichen. Wie komme ich hier raus? Toll, ich kann mich hinhocken im Bett. Hallo? Hallo, kann ich bitte schlafen oder raus? Das klappt ja super. Also damals mit dem Texture Pack sah die Welt halt noch mal ein Stück schöner aus, noch mal ein Stück saftiger und grüner und alles. Deswegen wollte ich installieren, aber hat nicht geklappt. Naja. Okay, wir sehen uns gleich wieder. So, aus irgendeinem mir nicht ganz bekannten Grund bin ich jetzt beim Neuladen der Welt, weil ich ja letztes Mal im Bett festgesteckt habe, bin ich jetzt bei meinem anderen Haus gelandet. Naja, wir nehmen das einfach mal so hin und fangen dann halt hier an. Hier bin ich damals in der Welt gespawnt und habe mir dieses wunderschöne Häuschen gebaut. Aus heutiger Sicht nicht mehr ganz so wunderschön. Mit meinem wunderschönen Garten. Den fand ich damals immer ganz toll, weil hier tatsächlich schon hohes Gras gewachsen ist und diese Farrenbüschel. Das hier sollte mein Blumenbeet werden. Naja, alles noch sehr beschaulich. Und im Keller hatte ich meine Baumfarm. Damals tatsächlich Indoor. Hier ist mein Lager und wenn man dann weiter runtergeklettert ist, hier meine Baumfarm mit Monsterfalle. Die konnte man da aktivieren und dann hat sich vor der Tür so ein kleiner Schlitz aufgemacht. Hier, die zwei Felder sind dann weggegangen und dann sind Monster, die vor der Tür standen, in ein Lavabecken gefallen und von da aus noch weiter nach unten. Naja. Gut, viel mehr gibt es hier eigentlich nicht zu sehen. Das ist mein kleiner Leuchtturm, der nie wirklich fertig geworden ist. Da wollte ich mit Redstone, da drinnen ist so eine Schaltung und dann wollte ich mit Redstone da draußen, naja, so eine coole Signalleuchte machen. Also quasi, dass sich das Licht so von unten nach oben ausbreitet. So ein bisschen. Ist leider nie fertig geworden. Was daran liegt, dass damals der Lehm sehr selten war und ich einfach nie genug Lehm gefunden habe. Heute ist das ein bisschen anders. Heute findet man da mehr, aber damals war der sehr begrenzt. So, jetzt gibt es hier ein paar kleine Brücken, die immer wieder über ein paar Inseln führen. Der Weg ist aber ziemlich lang, deswegen cutte ich hier nochmal ganz kurz und wir sehen uns gleich wieder bei meinem zweiten Haus. So, nochmal ganz kurz, ich bin jetzt am Ende der Brücken angelangt und hier kommt man jetzt in so einen kleinen Tunneldurchgang. Ich wollte nur, dass ihr den auch mal ganz kurz seht. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind jetzt aus dem Tunnel rausgekommen und ein ganzes Stück schon gelaufen. Und jetzt seht ihr vielleicht auch schon, warum ich dieses Haus so liebe. Das, was ihr am Anfang schon gesehen habt, wo mir Minecraft dann abgeschmiert ist, da oben steht es drauf. Auf dieser wunderschönen Insel. Von unten sieht es sogar aus wie eine riesige Säule. Das werdet ihr gleich noch besser sehen. Ich habe den Weg hier die ganze Zeit übrigens händisch gebaut, wie alles in diesen frühen Welten. Und ihr seht schon, wow, das sieht einfach nur genial aus. Ich habe mir da extra einen künstlichen Wasserfall und auch einen künstlichen Lavafall, man sieht hier schon die Überbleibsel, runtergelegt. Der Lavafall ist gerade aus, den kann man aber per Knopfdruck aktivieren. Leider nur von oben. Das werden wir uns vielleicht nochmal anschauen. Und ich finde dieses Monument hier so geil einfach nur. Diese Insel, die einfach auf einer einzigen riesigen Säule steht. Und ihr seht schon, ich habe da so eine kleine Verbindung gebaut
zum nebenstehenden Gesteinsbrocken. Ich finde es einfach nur super. Ja, und hier kommt man quasi nur durch die Hintertür rein. Da kommt man in diese riesige Steinwand und da muss man dann hochgehen. Da unten geht es nur in die Minen, das spare ich mir jetzt mal, das ist nicht so interessant. So, und hier übrigens meine nicht ganz optimale Sicherungswand. Wenn man nämlich den Schalter jetzt drückt, dann käme man gar nicht mehr raus, weil man muss den dann wieder umlegen, damit die Wand wieder einfährt. Das geht nicht mit dem da. Deswegen, naja, damals meine Pistenkenntnisse nicht allzu gut. So, hier sind wir auch schon im Nebenzimmer von dem Haus, das wir am Anfang schon gesehen haben. Ein kleines Kaminzimmer. Und das haben wir ja vorhin schon bei Nacht gesehen. Bei Tag noch mal ein bisschen schöner und wie gesagt, mit Texturen packt sie es noch viel cooler aus. Aber ich finde, die Aussicht ist auch so schon sehr schön. Gott, diese Schritte. Ich bin immer paranoid bei den Schritten. Evil Chicken. Soweit kommt's noch. So, das kann er jetzt ganz entspannt runtersegeln. Das hat ja zum Glück Flügel. So, und ihr seht schon, hier oben sieht das Ganze gar nicht mal so krass aus. Aber von unten sieht es halt so mega toll aus. Deswegen. So. Jetzt wüsste ich gerne noch, wo der Schalter ist, um den Lavafall zu aktivieren. Wenn ich das jetzt noch wüsste. Ich denke, es war der hier. Okay, ich gehe mal ganz kurz runter und wir sehen uns da wieder. Und in der Tat, wir sehen einen prächtigen Lavafall, der uns jetzt hier unten auch ein bisschen was erhellt. Und wir sehen, wie viele Monster hier überhaupt spawnen. Das ist natürlich klar, in so einer dunklen, schattigen Stelle, da ist immer viel los. Das war auch übrigens der Hauptgedanke für diesen Lavafall, dass er eigentlich die Monster ein bisschen eliminieren sollte. Der Wasserfall geht gleichzeitig übrigens aus, damit sich hier eben nicht solche Cobblestones bilden. Problem ist nur, dass die Lava halt sehr langsam wieder abfließt und wenn man dann das Wasser wieder anwirft, bleiben halt doch ein paar Rückstände. Naja. So, eigentlich war es das auch schon von dieser Welt. Der Turm ist jetzt nicht besonders sehenswert. Ich glaube, den müssen wir uns nicht mehr anschauen. Oh, jetzt fackelt mir hier der Baum ab. Das ist jetzt nicht so geil. Egal, nicht mein Problem. Ich lade nachher einfach wieder ein Backup und dann sehen wir uns in der nächsten Welt. In einer neuen Version dann wahrscheinlich auch. Und dann würde ich sagen, bis dann. So, und da sind wir auch schon in der nächsten Welt. Eigentlich müsste ich euch jetzt eine andere Welt zeigen, aber die habe ich leider nicht mehr. Zwischen der Welt hier und der vorherigen lag eigentlich eine Welt, da habe ich mit Mods gespielt, und zwar mit Extra Biomes XL. Da hat man dann noch viele verschiedene neue Biome dazu gekriegt. Und diese Welt habe ich leider im Laufe der Zeit verloren. Ich weiß nicht genau warum. Das ist sehr schade, weil ich da ein riesiges Schloss gebaut habe mit super geilen Türmen. Und supergeilen Turmdächern auch. Das hätte ich euch so gerne gezeigt, weil ich da so mega stolz drauf war. Aber leider habe ich die Welt nicht mehr. Deswegen müssen wir jetzt hier anfangen. Meine vierte Welt. Und ja, das ist jetzt auch endlich in der aktuellen Minecraft-Version, in der 1.8.9, in der Vollversion. Und ihr seht schon, wir verwenden einmal ein Texture Pack, falls es euch interessiert. Da, das Halcyon Days. Und die Schrift ist von John Smith. Werde ich vielleicht nochmal verlinken in der Beschreibung. Und wir sind auch im Creative-Modus, den habe ich mir jetzt gecheatet. Gebaut ist das Ganze hier im Survival-Mode, aber zum Zeigen ist Creative natürlich besser. So, hier habe ich mir immer so ein paar Wegweiserfeuer gebaut. Achso, und ich sollte vielleicht anfangen. Das hier ist, ich weiß gar nicht, was es ist. Meine Chill-Terrasse. Nennt es, wie ihr wollt. Es ist sozusagen meine Dachterrasse oder Chill-Terrasse, wie man will. Wenn man hier reingeht, kommt man auf jeden Fall ins richtige Haus. Erstmal hier oben rein, das sollte mal eine Bibliothek werden. Auch hier alles nicht fertiggestellt, wie in eigentlich fast allen meiner Welten. Aber wann wird man denn schon mal richtig fertig in Minecraft? Das passiert doch eh nie. So, ein wunderschönes Bild hier. Eigentlich habe ich immer mit dem John Smith gespielt, mit dem Texture Pack. Diesmal halt mit dem Halcyon, weil es momentan schöner aussieht oder weil ich es momentan mag. Aber deswegen sehen vielleicht ein paar Sachen nicht so aus wie gewohnt. Oder wie sie sein sollen. So, das war gerade übrigens mein Schlafzimmer. Hier ist ein kleiner Jacuzzi, wie der nette Herr Gronkh immer so schön zu sagen pflegte. Durch ihn habe ich Minecraft auch so richtig kennengelernt damals. Hier übrigens mein
mein Balkon und meine Sicht auf den Teich im Garten, meinem Vorgarten. Ja, Minecraft kennengelernt habe ich damals vor 5 Jahren eigentlich durch einen Freund, der davon erzählt hatte. Und dann habe ich mir im Internet halt ein paar Videos dazu angeschaut, unter anderem das Let's Show von Gronkh damals. Und war total verliebt in Gronkh und natürlich auch in das Spiel. Und na, dann wollte ich es mir kaufen, was gar nicht so einfach war, weil ich damals kein PayPal hatte. Aber das habe ich mir dann irgendwie über den Kumpel eines Kumpels noch organisieren können. Ja, jedenfalls, damals habe ich dann mit Minecraft angefangen und wurde doch sehr von einigen Let's Playern, vor allem von Gronkh und von Honeyball und später auch von Debitor sehr beeinflusst. So, mein kleiner Vorgarten, ich glaube, das hier ist Bambus oder Zuckerrohr heißt es ja inzwischen. Inzwischen seit 4 Jahren oder so. Ja, bin ich immer noch ein bisschen stolz drauf, auf den Vorgarten hier. Ich finde den schön. Und auch hier ja, von außen so meine Ansicht auf das Haus, die ist schon schön geworden, da kann man nichts sagen. So, das Coolste an der Welt kommt aber noch. Die Kisten kann ich jetzt auch öffnen, glaube ich. Da habe ich nicht mehr wirklich mit Mods gespielt. Zumindest mit keinen Mods, die Items hinzufügen. So, auch hier der Raum ist noch nicht fertig. Das hier war mein Alchemieraum oder mein Brauraum, wie man so will. Das hier war mein Redstone-Raum. Da habe ich gerne mit Redstone verschiedene, naja, Sachen geprobt. Das habe ich immer super gerne gemacht. Eine kleine Redstone-Spielerei. Das hat Spaß gemacht. Und hier voll cool diese, ja, diese Lampen an der Wand. Quasi so ein bisschen Snake. Snake für Arme. Achso, und hier habe ich noch ganz viele Redstone-Sachen drin. Ja. So, das ist aber eigentlich eher der langweilige Part der Welt. So, mein Lager damals schon etwas ausgereifter. Das ist tatsächlich auch ein Lager, das ich sehr schön finde bis heute noch. Sehr gut ausgereift. Einmal die Items hier, keine Beschreibung mit Schildern mehr, sondern wirklich Items. Oder Item Frames. Das mache ich auch heute noch so. Wenn ich heute noch aktiv Minecraft spielen würde, nehme ich mir immer vor, aber ich komme irgendwie nie dazu. Ganz viele Enchanted Books noch hier, die ich gefunden habe oder selber hergestellt. Potions, was nicht alles. Also mein Lager damals schon etwas größer. Und auch sehr edel, möchte ich sagen. Hier unten ging es dann in den Nether. Achso, hier ist Tripwire. Genau, und das habe ich immer extra gesichert, das Nether-Portal, damit da bloß keine Zombie-Pigmen und so weiter durchkamen. Einmal durch diese Schranken hier und dann noch durch die Tür, die man nur per Knopfdruck öffnen kann. Sind auch Stahltüren. Oh, das war nicht so schlau. Ich bin ja im Creative-Modus. Ups. So, wir wollen ja nichts kaputt machen. Ach so, da kann ich gleich mal demonstrieren. Hier mein Vernichter. So, extra noch mit Sicherung, falls man aus Versehen was reinwirft, das nicht vernichtet werden soll, kann man es dann auch wieder rausholen. Und sonst wird es verbrannt. So, Papierkorb und hier der Amboss. Schön. Gut, das war das Lager und jetzt kommen wir, wie gesagt, zum etwas interessanteren Teil. So, einmal zum Gewächshaus. Ach, das habe ich auch noch gar nicht gezeigt. Gut, fahren wir erstmal zum Gewächshaus. Eine unterirdische Bahn, das Gewächshaus, da bin ich auch sehr stolz drauf bis heute. Das ist mein erstes richtig großes Gewächshaus gewesen in Minecraft und ich bin bis heute stolz drauf. Ich kann nicht dismounten. Okay. Da sind bestimmt die Controls wieder durcheinander gerückt. Das habe ich mir doch gedacht. Das habe ich jetzt falsch gemacht. So rum. So, jetzt klappt das auch. Und die Schiene setzen wir wieder hin und die kann weg. So. Hier kommt man dann nämlich zum Gewächshaus. Und das zeige ich euch nachher. Ah, übrigens, das, was da drin war, kommt von der Hühnerfarm. Die ist hier gleich nebenan, da draußen. Das ist meine Hühnerfarm. Und da sind ein paar Hühner drin, die Eier legen. Und die Eier werden direkt unterirdisch in diese Kiste geleitet. Wie heißen die Dinge eigentlich? Mit Trichtern. So, hier ein paar Haken drin. Ein paar Haus, ein paar Huren. Nein, natürlich nicht. So, und hier wachsen Karotten, Kartoffeln und Getreide. Das habe ich immer nach Belieben angebaut und nach Bedarf natürlich. Und dann konnte ich, wenn alles reif war, konnte ich, glaube ich, hier unten. Ja, guck mal da. Ernteeinfuhr. Oben aktiv, unten. Ne, oben inaktiv, unten aktiv. Wenn ich das jetzt umlege, dann da wird die ganze Ernte hier eingefahren.
Wir warten ein bisschen, bis das nach unten kommt. Das geht alles in den Trichter rein und oh, jetzt habe ich aus Versehen was aufgenommen. Okay, ich stehe eindeutig zu nah am Trichter. Es wird dann auf jeden Fall automatisch in diese Kiste hier eingeliefert. Und wenn dann alles in den Versorgungskanälen ist, kann man das Wasser wieder ausstellen und neu bepflanzen. Ein paar Sachen bleiben immer am Rand liegen, aber das ist ja normal. So, da hinten ist jetzt noch eine Schafsfarm. Die ist aber, glaube ich, nicht so interessant. Da habe ich ein paar gefärbte Schafe für meine gefärbte Wolle, die ich für verschiedene Sachen gebraucht habe. Aber das werden wir gleich noch sehen. So, wir fahren erstmal wieder zurück zum Bahnhof. Zu meinem Indoor-Bahnhof. Ja, das hat man ja als gepflegter Mann. Wer kennt das nicht? Und jetzt geht's zum eigentlichen Highlight, zum Kuhtal. Das wird jetzt eine etwas längere Strecke. Oh, warte, 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 warte. Kann ich das kaputt machen? Na. Mir ist gerade eingefallen, obwohl das ist ja gar nicht so tragisch, mir ist gerade eingefallen, dass es Nacht ist. Aber das kann ich ja ganz schnell ändern. So, jetzt ist wieder Tag und jetzt können wir auch wieder hier hochfahren. Ups. So, denn bei Tag sieht das Ganze etwas schöner aus. Okay, das hat jetzt nicht so gut geklappt. Mist. Wir warten noch mal ganz kurz. Ach, Leute. Sorry dafür. Komm, ich will ein Minecart. Ein Minecart will ich haben. Und dann bitte mit etwas Speed da rein. Oh Gott, das reicht doch nie und nimmer, oder? Bitte, 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 bitte. Ach, fuck. Egal. Wir stellen uns einfach vor, das hätte gereicht und wir kommen jetzt hier oben raus. So. Natürlich eine Spinne. Ah, kann ich eigentlich auch mal ganz kurz zeigen. Hier der Ausgang. Ich finde, der ist mir auch ganz gut gelungen. Quasi so eine Art kleiner Tempel. Und da sieht man schon das, worauf ich so stolz bin. Diese Eisenbahnbrücke. Oh, ich finde, die ist mir so gut gelungen. Das Material habe ich tatsächlich alles gefarmt, händig. Und gebaut habe ich es anfangs auch noch händig. Später wurde es mir dann zu viel mit den Brücken, die man verkehrt rum unten ransetzen musste. Da habe ich mich dann in den Creative-Modus gecheatet und das von unten angebaut einfach. Aber ich bin trotzdem stolz drauf, weil es einfach gut aussieht. Es sieht gut aus und es ist funktionell. Leider ruckeln die Minecarts ein bisschen hier, beziehungsweise diese Schienen ruckeln aus irgendeinem Grund, der mir nicht ganz klar ist. Liegt scheinbar an der neuen Minecraft-Version. So, genau, das sollte später alles mit Zäunen noch umzaunt werden. Habe ich scheinbar nicht mehr bis ganz nach vorne geschafft. Und man sieht schon, das ist eine ganz schöne Strecke, die wir hier fahren. Einmal nochmal quer übers Meer drüber. Da kann man hier auch nochmal sehen, diese Brücke. Die ist schon, also ich finde, die ist mir schon echt gut gelungen. Es gibt wenige Sachen, auf die ich so richtig stolz bin bei Minecraft, aber das ist definitiv eine davon. So, und das geht jetzt ziemlich lange, deswegen würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Na, so lange hat es jetzt gar nicht gedauert. Und wir sehen schon, wir nähern uns dem Bahnhof in Kutal, beziehungsweise eigentlich noch nicht ganz Kutal, sondern erstmal der Hauptbahnhof sozusagen. Okay, wenn das jetzt nicht so geleckt hätte, sähe das auch ein bisschen cooler aus. Bei der Einfahrt gehen hier die Pistons hoch und, naja, machen das Ganze ein bisschen cooler. So, hier wurde auch noch dran gearbeitet, deswegen stehen hier noch ein paar Kisten mit allem möglichen Zeug. Hier hinten ist so eine Art Chill-Out-Lounge. Und ihr seht schon, der Bahnhof ist auch ein bisschen, ja, ein bisschen kreativ gestaltet, aber ich mag den tatsächlich. Ich mag den bis heute. Der hat so eine Glaskuppel mit ein paar Bäumen obendrauf. Okay, ich weiß gar nicht mehr, wozu das da war. Ach, das war, glaube ich, einfach nur Deko. Guck mal, da habe ich mir einfach aus Jux und Dollerei ein paar Loren aufs Bahnhofsdach gepackt. Einfach damit es ein bisschen authentischer ist. Schön, gefällt mir. So, und wir sehen schon, hier haben wir eine Weiche. Hier können wir einmal zum Kuhtal und einmal zum Dorf fahren. Da, wenn es an ist, geht es zum Kuhtal und da fahren wir auch erstmal hin. So, hier etwas divers der Bahnhof mit schön vielen verschiedenen Farben. Und es gefällt mir bis heute sehr gut, was ich hier aufgebaut habe. An der Welt habe ich auch relativ lange gesessen. Und es ist auch eine sehr schöne Welt, wie ich finde. Ich mag den World Generator. Nach wie vor, ich finde, jeder World Generator in Minecraft hatte so seine besonders schönen Seiten, muss man so sagen. So, und hier sind wir jetzt im Kuhtal. Warum das so heißt, das werdet ihr relativ schnell feststellen. Hint, hint. Naja, auf jeden Fall viel gebaut habe ich hier nicht wirklich, was einfach daran lag, dass ich
noch keine Materialien hatte. Ihr seht schon, das Dach hier ist aus Lehm und das ist halt nach wie vor eine relativ knappe Ressource gewesen. Ich kann ja mal ganz kurz ins Dorf reingehen, ins Haus reingehen. So, hier, das war schon ein bisschen eingerichtet. Viel ist da nicht, aber zumindest ein bisschen was. So, wir fliegen mal. Wir können es ja. Die Kuh chillt einfach ein bisschen auf dem Dach. Warum auch nicht? So, und das hier ist das andere Haus. Ich glaube, das sind die einzigen zwei Häuser, die bisher gebaut wurden. Die Bäckerei Jansen. Diesmal ein bisschen detaillierter als noch in meiner ersten Welt. Okay. Die Kuh hat keinen Bock mehr. Mit frisch gebackenem Kuchen und was nicht allem. Ja, ein paar Sachen gibt es hier tatsächlich auch schon. Und hier kam man noch aufs Dach hoch, genau. Und dann auf den Balkon. So, ich fliege jetzt einfach mal. So, ich denke, warum das Ding Kuhtal heißt, ist relativ einfach zu verstehen. Ich habe die Kühe hier natürlich auch vermehrt. Das sollte später so eine Art Kuhzucht werden. Dann wollte ich hier noch so einen Zaun bauen, damit die auch nicht ausbüchsen, denn das tun die ja verdammt gerne. Und hier die fliegende Insel. Es gibt Leute, die mögen keine fliegenden Inseln in Minecraft. Ich mag sie schon. Und zwar sogar sehr. So, hier war noch eine kleine Höhle. Die kümmert uns aber gerade mal nicht, denn jetzt wollen wir noch die andere Strecke sehen. Und wir fahren natürlich, wie es sein soll, mit dem Minecart dahin. So, Weiche ist in die andere Richtung gestellt und wir fahren jetzt nach rechts. Und da geht's jetzt zum Dorf. Diesmal keins, das ich ursprünglich gebaut habe. Ich habe es ausgebaut. Das werdet ihr gleich noch sehen. Aber ursprünglich war das tatsächlich ein Dorf, wie es so gespawnt ist. Und ihr seht schon, meine Windmühlen-Skills haben sich im Laufe der Zeit etwas verbessert. Das sieht schon etwas eindrucksvoller aus als das lame Ding in meiner zweiten Welt. So, da geht's zum Bahnhof Lagune. Genau, so hieß der. Okay, das soll jetzt keine Gemüsekiste sein. Das sieht nur wegen dem Texture-Pack gerade so aus. Ups. So, herzlich willkommen in Valtyrien. So heißt dieses kleine Dorf hier. Mit Stadtmauer, die ich tatsächlich auch drumherum gebaut habe, die Felder ausgebaut, die Häuser etwas ausgebaut. Hier, das hier zum Beispiel ist neu dazugekommen. Ich werde jetzt nicht in alle reingehen, weil ich glaube, die Villager-Häuser, die kennt man einigermaßen. Hier kann ich mal ganz kurz nach oben gehen. Ich weiß selber nicht mehr alles. Ja, ist jetzt aber auch nicht so spektakulär. Dann gehen wir mal wieder raus und schauen mal. Ah ja, ein Villager. Schön. Ich mag das. Das hier ist auch so die am weitesten fortgeschrittene Welt, die ich habe. Danach kommt nur noch eine einzige und die habe ich eigentlich kaum genutzt. So. Diese Windmühle ist inspiriert von Videos von. Lass mich nicht lügen, wie heißen die Jungs denn? Ich weiß es nicht mehr. Ich werde es vielleicht in die Beschreibung packen. Da gab es so ein Team von 80, 90, 100 Leuten, die immer Timelapses gemacht haben von extrem geilen Sachen, die sie in Minecraft gebaut haben. Da habe ich diese Inspiration für diese Windmühle her. So eine ähnliche hatte ich auch in der Welt, von der ich erzählt habe, mit dem Schloss von der Welt, in der ich Extra Biomes XL verwendet habe. Da hatte ich auch so eine Windmühle. Aber die Welt ist ja leider verloren gegangen. Leider, leider. So, wir gehen jetzt mal nicht bis ganz oben, denn ganz oben ist eigentlich nichts Spannendes. Von da aus habe ich immer Skelette abgeschossen, das weiß ich noch. Das war schön. Schöne Zeiten. Ja, was gibt's denn sonst noch so? Ich weiß gar nicht. Wir können uns das mal von oben anschauen, aber das ist dann auch nicht so spannend. Und ich glaube, das war's tatsächlich auch schon von dieser Welt. Tja, kaum zu glauben. Aber da bin ich tatsächlich mit am stolzesten drauf. Von meinen Buildings in Minecraft. Na gut, genug geschwärmt. Wir gucken uns die letzte Welt an. Ist es überhaupt die letzte? World 5? Was ist denn World 5 eigentlich? Da muss ich jetzt selber überlegen. Ist das? Ach nee, okay. Okay, hier gibt's nichts zu sehen. Da habe ich quasi noch gar nichts geschafft. Das ist meine aktuellste Welt. Die Hardcore-Welt kann ich noch zeigen. Da habe ich jetzt auch nicht so viel gebaut. Wie gesagt, das ist eigentlich mehr. Naja. So, ich weiß gar nicht, ob ich hier cheaten kann. Nicht, dass ich das ausgestellt habe. Natürlich habe ich es ausgestellt. Jetzt ist es nicht mehr ausgestellt. Und wir sehen schon, ja, das hier ist mein kleines Häuschen.
Da sollte noch ein Turm draus werden, da ist nicht so viel passiert bisher. Wir können ja mal ganz kurz reingehen. Hier meine kleine Ecke. Hier weiß ich noch, dass ich meinen Baum. Ach, da steht er sogar noch. Hier sollte ein Baum als, ja, als Begrenzung wachsen für die Wand. Der hat sich bis heute aber dazu entschlossen, das sein zu lassen. Naja, so, der Boden ist ganz schön. Ich finde es eigentlich ganz toll, was man mit Connected Textures inzwischen machen kann. Da bin ich sehr dankbar für. Auch wenn inzwischen ja relativ wenige Texture Packs noch up to date sind. Aber das macht nichts. Es gibt noch ein paar schöne, die es sind. Von daher alles okay. So, meine kleine Kuhfarm. Auch nicht so spannend. Ich weiß gar nicht, ob es hier überhaupt noch was zu erzählen gibt. Gab es hier einen Keller? Doch, da mein Lager. Genau, mein Lager kann ich noch zeigen. Gut, vielleicht etwas überdimensioniert, aber ab und zu braucht man ein bisschen mehr Platz. So, und hier ging es noch runter zum eigentlichen Lager. Das da oben sollte so der Quick-Zugriff werden, sage ich mal. Und hier unten, naja, es wurde alles noch ausgebaut. Da ist nichts wirklich fertig geworden. Gut, muss ich glaube ich nicht mehr besonders zeigen. Wo ging es hier hin? Zum Portal. Natürlich auch wieder gesichert mit Schranken. Na gut. Dann würde ich sagen, soll es das gewesen sein von meinem Minecraft Let's Show. Wie gesagt, es gab ein paar Welten, die ich leider nicht mehr zeigen konnte, weil sie verloren gegangen sind. Es ist sehr schade. So im Nachhinein wünschte ich, ich hätte da besser drauf Acht gegeben und hätte die bis heute bewahrt. Denn da stecken so viele Erinnerungen drin in Minecraft, was ich da alles erlebt habe. Oh, da könnte ich, glaube ich, stundenlang erzählen, aber erstmal müsste mir alles einfallen, was ich erlebt habe. Und zweitens ist es, glaube ich, auch gar nicht so spannend. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ja, bei Fragen fragt, guckt vorher in die Videobeschreibung, was ich alles verlinke und vielleicht kommt jetzt noch ein schöner Abspann, vielleicht nicht. Und ansonsten, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss.